So, an dieser Stelle, quasi zum Abschluss des Kapitels über den Produktionssektor, wollen wir uns noch einige Produktionsfunktionen anschauen, die Sie in der Praxis sehr häufig in der einen oder anderen Form kennenlernen werden. Dabei geht es nicht darum, jetzt im Detail die Theorie hinter der Produktionsfunktion jeweils zu verstehen, da können Sie auch nochmal im Lehrbuch nachgucken, sondern einfach darum, dass Sie mal gesehen haben, welche verschiedenen Arten von Produktionsfunktionen es gibt und wo die verwendet werden. Ja? Also hier, wie gesagt, nur ein kurzer Ausblick, einfach weil der Begriff sehr häufig vorkommt, damit Sie eine Idee haben, was dem Ganzen dahinter steht. Eine Produktionsfunktion, die Ihnen sehr, sehr häufig über den Weg laufen wird, ist die sogenannte Leontief-Produktionsfunktion. Die ist tatsächlich relativ banal. Wenn wir sie formal aufschreiben würden, sähe sie so aus. Wir haben jetzt hier den Gesamtoutput und der Gesamtoutput ist einfach der Minimumwert aus der Kapitalproduktivität mal dem Kapitalstock und der Arbeitsproduktivität mal der Anzahl der eingestellten Arbeiterinnen. Das Ganze können wir auch formulieren in den Per-Capita-Varianten. Die Idee hinter dieser Produktionsfunktion ist immer, dass es quasi von beiden Produktionsfaktoren einen minimalen Input gibt, um eine bestimmte Menge zu produzieren. Und der knappere Input-Faktor ist der limitierende Faktor für den Output. Das heißt, Sie können quasi nicht mit mehr Kapital ein weniger an Arbeit ausgleichen oder mit mehr an Arbeit kann kein weniger an Kapital ausgleichen, sondern Sie brauchen einfach von beiden Input-Faktoren eine gewisse Menge, um einen gewissen Output zu produzieren. Das ist anders in der sogenannten Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. Die kommt einem auch sehr häufig als Nutzenfunktion unter. Die sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier den Gesamtoutput. Dann haben wir hier einen Parameter A, der quasi ein Maß für technischen Fortschritt allgemein oder die Qualität der Produktionstechniken allgemein ist. Häufig als Maß für technologischen Wandel auch genommen, als quasi ein Skalenparameter, der den Rest der Produktionsfunktion einfach skaliert. Dann haben wir die beiden Input-Faktoren und hier jeweils mit einem Exponenten Alpha. Manchmal ist hier auch an dieser Stelle ein Beta. Und wenn sich quasi die beiden Exponenten zu 1 summieren, dann haben wir es mit einer bestimmten besonderen Form der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion zu tun, nämlich mit einer mit konstanten Skalenerträgen, was meistens verwendet wird. Dieser Wert von Alpha ist die Produktionselastizität von Kapital, also quasi wie sich der Output verändert, wenn sich der Input an Kapital verändert. Und das Besondere an der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist, dass wir eben perfekte Substituierbarkeit zwischen Kapital und Arbeit haben. Das heißt, Sie können ein weniger an Arbeit immer mit einem mehr an Kapital ausgleichen. Und umgekehrt. Das heißt, es ist ein großer Unterschied hier im Vergleich zur Leontief-Produktionsfunktion. Und der dritte Teil oder der dritte Aspekt, den wir auch nur kurz ansprechen wollen, ist die CESS-Produktionsfunktion und die Constant Elasticity of Substitution-Produktionsfunktion. Auch das ist eine Funktion, die Ihnen auch als Nutzenfunktion sehr häufig über den Weg laufen wird. Die sieht erstmal creepy aus, insbesondere durch diesen immer wieder auftretenden Exponenten hier. Dieser Exponent ist die sogenannte Substitutionselastizität. Werden wir uns dann gleich nochmal im Besonderen angucken. Auch da geht es um die Substituierbarkeit der beiden Faktoren. Das Schöne an dieser Produktionsfunktion ist, auch wenn sie erstmal eklig aussieht, kann man mit ihr tatsächlich relativ einfach rechnen. Deswegen ist sie auch so beliebt. Dieser Parameter Sigma erlaubt uns auch, sowas wie die Leontief-Funktion als Spezialfall dieser Produktionsfunktion herauszuarbeiten. Also wenn dieses Sigma den Wert 0 annimmt, dann quasi fällt das hier zusammen zur Leontief-Produktionsfunktion. Wenn das Sigma den Wert 1 annimmt, fällt der ganze Wert hier zusammen auf die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. Und wenn Sigma den Wert also unendlich groß ist, dann haben wir es hier mit einer rein linearen Produktionsfunktion. Das heißt, diese CESS-Produktionsfunktion ist ein relativ generell anwendbares Konzept,
was ihnen einfach sehr häufig über den Weg laufen wird. Im Folgenden will ich jetzt kurz was zu den einzelnen Produktionsfunktionen sagen, aber wie gesagt nicht zu sehr ins Detail abschweifen. Bei der Leontief-Produktionsfunktion ist es jetzt eben wie gesagt so, dass Kapital und Arbeit auf genau eine Art kombiniert werden soll. Das heißt, die Produktion für diese Funktion beschreibt eigentlich genau eine einzige Produktionstechnik, die uns sagt, wie wir aus Kapital und Arbeit den Output produzieren werden können. Und dementsprechend wird der Output auch immer durch den knapperen Input-Faktor verwendet. An dieser Stelle möchte ich dann als Beispiel mal kurz drei Konzepte kurz einfach grafisch darstellen, die häufig im Zusammenhang mit Produktionsfunktionen ankommen. Das eine ist die Isoquante. Bei der Isoquante ist es so, dass wir hier auf der X- und Y-Achse die beiden Produktionsfaktoren haben. Und was uns die Isoquante angibt, sind quasi, sie gibt uns die Kombination der beiden an, die den gleichen Output generieren. Und es gilt in der Regel so, je höher hier die Isoquante eingezeichnet ist, desto höher ist der Gesamtoutput. Das heißt, hier an dieser Stelle wird quasi ein gewisser Output produziert. Und dieser Output ändert sich nicht, wenn wir einfach nur den Input an Arbeit erhöhen. Und dieser Output ändert sich auch nicht, wenn wir einfach nur den Input an Kapital erhöhen. Warum? Weil ja bei der Leontief-Produktionsfunktion ja immer das Minimum der beiden entscheidend ist. Und nur wenn wir von beidem quasi den Input erhöhen würden, wir also sozusagen uns hierhin bewegen würden, dann könnte mehr Output generiert werden. Dann hätten wir es allerdings auch mit einer anderen Produktionstechnik und dementsprechend auch mit anderen Werten für X oder Rho zu tun. Der Lohn-Profit-Plan, der kann auch gezeichnet werden für jede Produktionsfunktion. Wir haben ja gesagt, dass bei konstanten Skalenerträgen jede Produktionsfunktion genau eine Technologie beschreibt und in jeder Technologie, jede Technik ihren eigenen Lohn-Profit-Plan hat. Das heißt, wir sehen das jetzt auch hier, ergibt sich das durch die X, O bzw. minus K-Variablen, die ja alle Teil einer bestimmten Technik sind. Bei der Leontief-Produktionsfunktion haben wir es eben mit einer Produktionstechnik zu tun und demzufolge hier einfach einer geraden Linie in dem uns bereits bekannten Lohn-Profit-Plan. Und was auch häufig dargestellt wird, ist die intensive Produktionsfunktion, also die Variante, wo wir den Output durch N geteilt haben, also quasi den Arbeitsinput normiert haben. Und das Schöne daran ist, dass wir hier den Output sehen in Abhängigkeit vom Kapital, weil Arbeit ja auf 1 normiert wurde. Und wir sehen hier, dass das eben am Anfang, wenn der Kapitalinput gering ist, quasi mehr Kapital dazu führt, dass mehr produziert werden kann. Aber in dem Moment, wo wir an dem Punkt angekommen sind, wo Arbeit zum limitierenden Faktor wird, führt ein Mehr an Kapital nicht dazu, dass mehr Output produziert wird. Bei der Cobb-Douglas-Funktion ist es ein bisschen anders. Die ist aus praktischen Gründen eine sehr weit verbreitete Produktionsfunktion, die auch häufig als Nutzenfunktion verwendet werden. Und im Gegensatz zur Leontief-Funktion sind Arbeit und Kapital hier eben Substitute. Das heißt, genug von einem Faktor kann immer einen anderen Faktor substituieren. Also wenn Sie genug Kapital reinbuttern, können Sie damit immer eine bestimmte Menge an Arbeit substituieren. Das wird repräsentiert durch die sogenannte Technical Rate of Substitution. Die Technical Rate of Substitution ist ein charakteristischer Wert von der Produktionsfunktion, die Ihnen sagt, wie viel Sie von einem Input mehr brauchen, um ein weniger vom anderen auszugleichen, sodass insgesamt die gleiche Outputmenge produziert wird. Und diese Technical Rate of Substitution ist eben über den gesamten Bereich der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion definiert. Ansonsten, was ist hier jetzt noch interessant bei der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion? Hilfreich ist vielleicht noch die Herleitung der intensiven Produktionsfunktion.
Wir starten, also wir nehmen quasi uns hier die Ausgangsfunktion und teilen sie durch n. Wenn wir die durch n teilen, dann kommen wir genau bei diesem Ausdruck hier unten raus. Das können wir quasi in dem Sinne weiter vereinfachen, indem wir hier das herauskürzen und zu 1 machen. Hier, das hier ist das gleiche wie klein k. Daraus ergibt sich dann folgender Ausdruck. Und das hier ist eigentlich das gleiche wie x, ist eben ak hoch Alpha. Und dementsprechend ist das die intensive Variante, die uns dann eben angibt, wie viel Output in Abhängigkeit vom Kapital produziert wird. Auch das Ganze hier können wir uns nochmal grafisch darstellen. Wir sehen jetzt hier, die Isoquante sieht anders aus als bei der Leontief-Produktionsfunktion. Wir haben hier unterschiedliche Produktionstechniken, die auf der Isoquante liegen. Das heißt, wir haben hier eigentlich drei verschiedene Produktionstechniken einfach mal illustrativ dargestellt, die alle Teil dieser Technologie sind, die durch die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion dargestellt werden und die eben alle durch ihre unterschiedlichen Werte für x und rho dargestellt werden. Das heißt, im Gegensatz zur Isoquante repräsentiert die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion eine Technologie mit vielen verschiedenen Produktionstechniken. Dementsprechend gibt es dann auch verschiedene Lohn-Profit-Pläne, wo jeder Lohn-Profit-Plan zu einer Produktionstechnik korrespondiert, aber alle diese Produktionstechniken eben hier an einem Punkt anknüpfen an die Produktionsfunktion. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal die intensive Produktionsfunktion ansehen, dann sehen wir hier auch, wie eben durch ein Mehr von Kapital quasi der Output immer erhöht werden kann, genauso wie durch einen Wert von mehr Arbeit auch der Output immer erhöht werden kann, anders eben als bei der Leontief-Funktion, wo wir hier diesen geraden Knick hatten. Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist vor allem deswegen auch gerne definiert, dadurch, dass wir unendlich viele Produktionstechniken eigentlich in dieser Technologie, die durch die Cobb-Douglas oder die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion repräsentiert, drin sind. Dadurch ist die Funktion stetig und sie ist auch differenzierbar. Und wir können sozusagen überall die partiellen Ableitungen dieser Funktion bilden und dementsprechend auch die marginalen Produkte. Das habe ich ja vorher schon erläutert, dass es innerhalb der neoklassischen Theorie eben recht wichtig ist. Das marginale Produkt von Arbeit ist dementsprechend einfach der Output, abgeleitet nach dem Arbeitsinput und das können Sie als einfache Übung mal durchführen, wie Sie einfach diesen Ausdruck hier ableiten von der Cobb-Douglas Produktionsfunktion. Es ist wie gesagt einfach die partielle Ableitung, die Sie auch hier noch weiter vereinfachen können, wenn Sie sich die intensive Produktionsfunktion anschauen. Entsprechend ist auch das marginale Produkt von Kapital definiert, schaut eben so folgendermaßen aus. Hier, wie gesagt, ich würde Ihnen empfehlen, diese Ableitung einfach selber mal nachzubauen, indem Sie sich einfach hier als Ausgangspunkt eben die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion mal hinschreiben. Und dann sich jeweils überlegen, wie Sie von diesem Ausdruck auf diese beiden Ausdrücke kommen. Und hier, wie gesagt, diese Ableitung dieses Partial x ist eben nichts anderes als die Ableitung der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. Also, dass das hier nochmal explizit gemacht ist. Ich habe vorhin schon gesagt, die Grenzrate der Substitution bzw. die Technical Rate of Substitution auf Englisch, die ist definiert für die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion und sie gibt uns eben an, wie wir die beiden Produktionsfaktoren untereinander substituieren können. Also wie viel mehr Arbeit müssen wir einbuttern, damit bei einer Reduktion von Kapital der gleiche Output produziert wird. Das Ganze wird normiert, in dem Sinne, dass man sich fragt,
um wie viel brauche ich einen Faktor mehr, wenn der andere Faktor um genau 1 reduziert wird. Die Technical Rate of Substitution ist dadurch definiert, dass wir einfach die beiden marginalen Produkte durcheinander teilen. Das heißt, in diesem Falle sind es einfach die beiden hier oben definierten Ausdrücke. Und wenn Sie die beiden eben durcheinander teilen, dann werden Sie sehen, also wenn Sie die beiden Ausdrücke hier einfach mal untereinander schreiben und ausdividieren, dann kommen Sie zu diesem Ergebnis. Und allein die Tatsache, dass es definiert ist, zeigt halt einfach, dass wir es hier immer die Möglichkeit haben, Kapital durch Arbeit zu substituieren. Und dadurch ist es eine Eigenschaft, die sehr zentral ist, die empirisch hochgradig umstritten ist, die sie aber auch von solchen Produktionsfunktionen wie der Leontief-Funktion abgrenzt. Die Frage ist jetzt noch, vielleicht wie wir diesen Parameter Alpha in der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion interpretieren können. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen die Substitutionselastizität von Kapital, das hatte ich schon angesprochen. Zum anderen aber auch tatsächlich als die Profitquote. Und das ist natürlich interessant. Warum? Vielleicht einen kurzen Exkurs. Wir kommen später nochmal dazu, wie man solche Optimierungsprobleme löst. Aber wenn wir die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion maximieren wollen, dann gilt, dass die Profitrate gleich dem marginalen Produkt von Kapital ist. Und wir können dann dementsprechend hier schreiben, dass die Profitquote gleich der Ableitung der Produktionsfunktion nach Kapital ist. Ich hatte das ja schon angedeutet in dem Punkt davor, dass wenn die Produktionsfunktion differenzierbar und stetig ist, dann korrespondieren die Faktorpreise zu ihren marginalen Produkten. Der Faktorpreis von Kapital ist ja die Profitquote. Ist die Bruttoprofitrate. Und dementsprechend muss diese Bruttoprofitrate gleich sein zur Ableitung der Produktionsfunktion zum Faktor Kapital. Das haben wir schon kennengelernt. Und wir können das eben hier weiter vereinfachen zu diesem Ausdruck. Warum? Warum funktioniert das hier? Weil, wenn wir uns die Definition von dem Rho angucken, dann steht ja hier, dass Rho x durch k ist. Und das wiederum ausgedrückt werden kann als a mal k hoch alpha durch k ist gleich a k alpha minus 1. Das ist genau das, was hier steht. Und daher funktioniert das. Ne? Und sobald wir jetzt quasi bei diesem Ausdruck hier angekommen sind, können wir jetzt dann die Gleichung für die Profitquote nehmen. Die Profitquote kann ja definiert werden als Vk durch x. Ne? Und wenn wir jetzt für v den gerade eben eingesetzten Wert uns nehmen, dann kommen wir zu diesem Punkt. Und hier können wir eben das x jeweils streichen und haben dadurch dann diesen Faktor hier oben hergeleitet, dass nämlich Alpha auch als die Profitquote interpretierbar ist. Wenn Sie sich jetzt wundern, okay, wie ist das hier zustande gekommen? Ich hatte das Beispiel vorhin schon mal gebracht. Es geht einfach darum, dass man sich jetzt mal merkt, wie die Sachen vorher definiert wurden. Hier können Sie aus diesen hier dargestellten Gleichungen, die wir alle schon mal irgendwo gehört hatten im Rahmen dieser Veranstaltung, können Sie sich diesen Ausdruck herleiten. Und das ist halt so ein bisschen das Prinzip auch bei den Modellen, eben durch Umformungen Sachen herausarbeiten, die einem vorher nicht intuitiv klar waren. Also ich meine, die Definition hier unten, die kannten wir schon alle, die Definition hier kannten wir schon auch alle. Aber daraus dann abzuleiten, dass dieser Wert Alpha eben ein Maß für die Profitquote ist, das gibt uns quasi ein neues Verständnis, ein besseres Verständnis dadurch, was dadurch impliziert ist, wenn wir sagen, wir verwenden eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. Dann jetzt noch als letztes ein paar Kommentare zu der CES-Produktionsfunktion. Die sieht natürlich jetzt erstmal relativ angsteinflößend auf und das klingt dann immer ein bisschen komisch, wenn man sagt, okay, die ist so weit verbreitet, weil man eigentlich ganz einfach mit ihr rechnen kann. Es kommt einfach daher,
weil sie diese konstante Substitutionselastizität hat, die man direkt angehen kann. Vor allem, was hier auch angenehm ist, dass sie alle bisherigen Produktionsfunktionen als Sonderfall enthält. Ja, zentral ist hier dieser Funktion dieser Wert Sigma hier oben, also die Substitutionselastizität. Was kann man sich darunter vorstellen unter Substitutionselastizität? Das ist die Änderung der relativen Kapitalintensität. Ja, also das hier oben ist quasi die Änderung der Kapital oder die relative Änderung der Kapitalintensität und die Änderung in der Grenzrate der technischen Substitution. Technische Substitution, also Änderung in der technischen Rate der Substitution. Das war das, wie man die beiden Produktionsfaktoren miteinander substituieren kann. Dieses Verhältnis hier eben wird dargestellt durch den Parameter Sigma. Ich möchte jetzt hier nicht im großen Detail auf diese Funktion eingehen, weil sie, wie gesagt, auch wirklich relativ weit verbreitet ist. Vielleicht ein kurzer optionaler Diskurs auch hier noch, Exkurs auch hier nochmal. Woraus ergibt sich also diese konstante Substitutionselastizität der Produktionsfunktion, also die Produktionsfunktion hier. Hier habe ich jetzt nochmal explizit angegeben, also das hier sind die Input-Faktoren und das hier sind die ganzen Parameter der Produktionsfunktion, die was anderes sind als die Input-Faktoren. Wenn wir jetzt die technische Rate der Substitution berechnen wollen, dann machen wir das, indem wir hier die Produktionsfunktion nehmen, einmal ableiten nach n. Also das hier oben ist eigentlich das marginale Produkt der Arbeit. Und das hier unten ist das marginale Produkt von Kapital. Die technische Rate der Substitution ist ja definiert als der Wert, der dabei rauskommt, wenn wir das marginale Produkt von Arbeit durch das marginale Produkt von Kapital teilen. Diesen Ausdruck hier, den haben wir vorher schon kennengelernt, der ergibt sich aus den Definitionen, die wir vorher geschrieben haben. Und das hier kann man jetzt eben nochmal weiter vereinfachen, wenn man nämlich einfach hier beide Seiten logarithmiert, dann steht da, dass die technische Rate der Substitution, dann sehen wir hier, dieser Teil ist einfach das, was hier oben steht. Bei den Logarithmen ist es ja immer so, dass wir hier die Multiplikation innerhalb des Logarithmus können wir substituieren durch die Addition, ne, also die Summe zweier oder der Logarithmus von zwei Werten, die miteinander multipliziert sind gleich der Summe der Logarithmen dieser beiden Werte. Also hier dieser Wert, den finden wir jetzt hier wieder. Und diesen Wert, den finden wir hier wieder. Und dann können wir auch Logarithmusgesetz, quasi Exponenten können aus dem Logarithmus rausgezogen werden. Das ist das, was wir hier sehen. Und wenn wir das hier dann machen, dann können wir quasi diesen Teil, ne, wenn wir diesen Teil hier, den können wir ganz rüberziehen hier auf die andere Seite. Dann haben wir hier stehen die technische Rate der Substitution geteilt durch den Logarithmus von k ist gleich 1 durch Sigma. Und dann können wir einfach beide Seiten invertieren und bekommen hier den Wert dann eben für Sigma raus. Und dieser Wert ist eben konstant. Und dementsprechend zeigt sich hier auch nochmal, warum jetzt Substitutionselastizität in der Zs-Funktion tatsächlich konstant ist und durch den Wert Sigma dargestellt. Das aber, wie gesagt, jetzt nur als kleiner Exkurs, damit Sie ein bisschen bessere Vorstellung davon haben, was es eigentlich mit diesen Produktionsfunktionen auf sich hat, die wir hier immer wieder vor uns haben. Wir werden die aber auch nochmal genauer besprechen, wenn sie dann konkret verwendet werden. Ja, und damit möchte ich dann gerne diesen Teil zum Produktionsbereich abschließen und nochmal kurz zusammenfassen, was wir uns in diesem Abschnitt angeeignet haben, der, wie gesagt, der mit Abstand ausführlichste der drei Bereiche in den Bereichen von Wachstumsmodellen ist. Wir haben jetzt hier alle notwendigen Elemente einer Theorie der Produktion uns angeschaut, die wir für die Formulierung eines Wachstumsmodells brauchen.
Wir haben dabei angefangen mit der Definition von Produktionstechniken, die wir entweder über die Kapitalintensität oder Produktivität und die Arbeitsproduktivität und den Abnutzungsparameter Delta definieren können. Und diese Produktionstechniken definieren eben, wie aus Inputfaktoren wie Kapital und Arbeit Output hergestellt wird. Alle möglichen Produktionstechniken werden zusammengefasst in einer Technologie, die sich über die Zeit ändern kann. Das nennen wir dann technologischen Wandel. Die Auswahl der Produktionstechniken geschieht durch die Managerinnen der Firmen, die am Anfang jedes Zeitschritts die Produktionstechnik wählen, die Profite maximiert. Dabei haben sie unter Umständen die Wahl zwischen kapitalintensiveren oder arbeitsintensiveren Produktionstechniken und sie wählen die gegeben dem vorherrschenden Lohn am profitmaximierendsten ist, weil sie nämlich konkurrieren mit anderen Managerinnen darüber, die Firmen managen zu können und dafür Kapital von den Kapitalistinnen bereitgestellt zu bekommen. Und da müssen sie sich eben von den anderen abgrenzen und die Profite maximieren, damit sie auch tatsächlich Kapital von den Kapitalistinnen bereitgestellt bekommen. Ja, wo der Lohn herkommt, das haben wir nicht betrachtet. Das ist dann Sache der Betrachtung des Arbeitsmarktes. In neoklassischen Modellen haben wir gesehen, dass Produktionstechniken häufig durch Produktionsfunktionen mit konstanten Skalenerträgen repräsentiert werden. Da haben wir auch drei Beispiele für Produktionsfunktionen kennengelernt. Insgesamt gibt es in den Wachstumsmodellen drei verschiedene Arten von Agentinnen. Habe ich schon gesagt, die Arbeitnehmerin, Kapitalistin, Managerin wie gerade eben schon mal gesagt, die letzten, die Managerinnen sind eben auch die Produktionstechniken aus der Technologie so auswählen, dass der Profit maximiert wird. Um quasi die Beziehungen zwischen diesen Agenten zu repräsentieren und die Geldflüsse zwischen den Agenten darzustellen, haben wir das Konzept der Social Accounting Matrizen kennengelernt. Und um darzustellen, was der eigentlich aktuelle Bestand an Aktiva und Passiva für die einzelnen Agenten ist, haben wir die Balance Sheets uns angeschaut. Und gemeinsam sind die Balance Sheets und die Social Accounting Matrix eben dazu geeignet, alle Flüsse und Bestandsgrößen eines Wachstumsmodells zu jedem Zeitschritt darzustellen. Und diese Art der Darstellung wird uns auch über die weitere Zeit der Betrachtung von verschiedenen Wachstumsmodellen weiter begleiten. Und es ist deswegen ein Tool, was wir noch häufig wiederverwenden und wo wir häufig darauf zurückgreifen werden. Das war es dann an dieser Stelle mit der Betrachtung des Firmensektors oder des Produktionssektors. Wir haben jetzt hier uns genauer damit beschäftigt, wie Entscheidungen über die Produktion stattfinden, insbesondere wie die Wahl der Produktionstechnik stattfindet. Wir hatten ja vorher hier schon unsere beiden Gleichungen, die wir aus der Session davor schon formuliert hatten. Es war jetzt aber nochmal wichtig, quasi diese konkreten Entscheidungen auch nochmal zu diskutieren, insbesondere die Wahl der Produktionstechnik. Und als nächstes werden wir uns dann hier mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen, wo wir eben herausarbeiten, wie der Lohn, der hier bestimmt, welche Produktionstechnik gewählt wird, wo der herkommt und insbesondere, wo überhaupt das Arbeitsangebot herkommt. Ganz zum Schluss werden wir das Ganze dann abschließen, indem wir uns den Trade-off zwischen Konsum und Sparen in der Entscheidung von Haushalten anschauen werden.